Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 194. Folge des Gothic 3 Let's Plays, wo wir es ja endlich geschafft haben, hier das fünfte Artefakt zu finden, in einer unscheinbaren Höhle, an der ich glaube, ich sogar schon mal vorbeigelaufen bin. Was ist das denn für ein Helm? Macht einen sehr interessanten Helm aus. An der ich da sogar schon mal vorbeigelaufen bin, da. Hörnerhelm, schützt vor Klingen. Okay. Es ist zumindest kein verwunschener Helm, der beim Aufsetzen mich dazu bringt, dass ich eventuell auf einmal eine riesengroße Untotenarmee auf Azeroth schicke. Von daher, alles gut. Können wir so lassen. Den Witz haben jetzt nur WoW-Spieler verstanden. Was wollte ich tun? Ah ja, genau. Ich wollte hier hinten noch die Ecke erkunden. Ich habe überlegt, ob hier noch irgendwas war. Weil den Schreiner habe ich schon aktiviert. Ja, wir erkunden jetzt, wie gesagt, die restliche Welt. Beziehungsweise noch die letzten beiden Camps, soweit es geht. Des Erkundenwillens, wie gesagt. Wir gehen auch nochmal ins Kloster. Wir brauchen auch die letzten Dingens nicht. Die letzten beiden Feuerkelche nicht mehr. Es wird alles gut. Also ich hoffe es. Ich sage das jetzt mal ganz optimistisch, dass ich sie nicht mehr brauche. Ich nehme gleich mal mit Inventar und schmeiß die weg. Ah, Bogenschütze. Knapp. Werde ich natürlich nicht wegschmeißen. Aber zumindest weiß ich jetzt schon mal, dass das Kloster mich wahrscheinlich zum letzten Artefakt geführt hätte. Oh, was ist das denn? Eine Wand. Ja, kartentechnisch ist ja auch das Ende. Wahrscheinlich zum letzten Artefakt geführt hätte von ganz alleine, ohne dass ich es gewollt hätte. Und mir dann die restliche Story hätte weiter fortführen können. Was ist das? Flammenwelle? Bosses, Böses vernichten? Ja. Wollen wir Flammenwelle hier drauf casten? Wollen wir mal? Natürlich wollen wir. Wir wollen ja wissen, was passiert. Und man sich eigentlich so sagen kann, eigentlich hat das Spiel mich hier überall hingelotst. Auch wenn ich zwischendrin keinen festen Faden hatte, war ich ja trotzdem zum Schluss überall. Von daher, ach naja. Ich hoffe zum Schluss, dass ich eine gute Meinung über Gothic haben werde. Das ist einfach das, was ich hoffe. Obwohl, ich muss ja gar keine gute Meinung zu Gothic 3 haben. Was völlig Wumpe wäre, ob die Meinung gut ist, weil es ist einfach egal. Das Spiel hat ja allgemein keine gute Wertung. So, wir probieren einmal, ob wir die Wand wegkriegen mit der Flammenwelle. Nein. Haben wir nicht. Gut. Und dann gehen wir weiter. Und wie gesagt, wir werden jetzt nicht sofort zu Xardas rennen, auch wenn es mich brennend interessiert, was Xardas zu erzählen hat. Bezüglich der fünf Artefakte und ob er überhaupt die Artefakte haben will und. Aber, wie gesagt, wir erkunden jetzt erstmal den Rest der Karte. Nicht vollständig, wir werden keine 100% Erkundung hinbekommen. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Dass wir irgendwie nur große Teile erkunden können. Und ich auch wahrscheinlich irgendwann sage, ich habe keine Lust, jetzt hier alles noch im Detail zu erkunden. Das wird einfach so sein, da müsst ihr mal mit leben. Aber wir machen zumindest hier einmal grob noch den Weg dahin und machen auch die Camps noch, wie gesagt. Einmal ins Kloster, why not? Und auch einmal noch zum Feuerclan. Einfach, weil es sich so gehört. Aber witzig ist, wir haben in Morazul, hier unten. Also ich muss das mal ganz kurz kartentechnisch Revue passieren lassen. Ja, können ja endlich mal. Also, wir sind hier in Ardea, sind wir an Land gekommen, haben Kapdun befreit, sind nach Monterra gegangen, nach Trelis, waren dann noch in Geldern und Silden, haben uns entschieden, das klappt nicht, waren vorher noch, nee, ist nach Trelis, von Trelis sind wir nochmal nach Gotha,
dann nach Geldern und Sylt, haben das befreit. Faring waren wir zwischendrin auch. Waren auch in Vanguard irgendwann mal. Ich weiß jetzt nicht wann genau, ob wir das hier davor oder danach waren. Ist auch egal. Nachdem wir in Sylden waren, hätten wir in den Süden, Norden gehen können oder hier nach unten. Wir haben uns entschieden, nach hier unten zu gehen. Haben uns hier einmal in Praga, Benrei, Lago, bla bla, waren dann hier in diesem Teil, waren hier drinnen und da und haben dann irgendwann hier unten das erste Artefakt, glaube ich, gefunden und haben dann festgestellt, oh, ich habe ja dieses und dieses Artefakt einfach mitgenommen im Inventar. War schon alles da, hatten auf einmal 3 von 5 Artefakten, waren mega happy. Happy. Sind dann nach Morazul, haben die Stadt noch gemacht, haben hier uns das Ding noch geholt und hier waren die Magier angesiedelt. Oder waren die hier? Nee, die waren hier angesiedelt. Hier waren die angesiedelt. Hier war Vatras, glaube ich. Whatever. Oder Myxir. Einer von denen war es. Und hat uns gesagt, dass sich 4 von den 5 Artefakten in den Tempeln befinden. Tempel. Und das letzte Artefakt den Tempel nie verlassen hat. Und wahrscheinlich weiterhin im Norden geblieben ist. Und da hieß es ja, das ist ja am Ende der Welt. Hier unten haben wir erfahren, dass es wahrscheinlich im Norden ist. Und haben wir dann noch einmal nach hier gegangen, sind nach Ishtar und haben uns dann einmal hier wieder, nach Ishtar sind wir nicht reingekommen, den kompletten Wegeweg wieder hochgearbeitet und haben den Wurstal Hammerclan. Und hier oben, im nördlichsten Ende der Karte, wir haben im südlichsten Ende der Karte, haben wir erfahren, dass das letzte Artefakt im nördlichsten Ende ist. Das Spiel wollte quasi, nur so, mal so am Just Saying, das Spiel wollte quasi, dass ich einmal eine komplette Weltreise mache. Das Einzige, was man hätte anders machen können, wenn ich mir das jetzt im Nachgang Revue passieren lasse, ich hätte die ganzen Städte ignorieren können, hätte gesagt, scheiß drauf. Wir rennen einfach nur durch. Das hätte ich durchaus sagen können. Da ist die Frage, ob ich dann überhaupt die Artefakte gefunden hätte und das Wissen, wo die Artefakte Sinn gehabt hätte. Ich habe hier mal ganz kurz das Goblin Camp. Ne? Fertig. Ob ich denn überhaupt das Wissen gehabt hätte, wo denn die Artefakte sind, das wäre natürlich fraglich gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich wusste, dass die Artefakte in den Tempeln liegen. Hat mir auch irgendeiner, glaube ich, gesteckt. Aber, ja. Auf jeden Fall hätte ich, glaube ich, ohne das. Ohne die ganzen Camps nicht gewusst, wo ich suchen muss. Von daher. Das war schon okay. Was halt jetzt traurig ist, dass wir jetzt quasi, ich kenne eine Stelle, wo ich nicht reingekommen bin. Das war hier hinten, glaube ich. Da bin ich nicht reingekommen. Oder hier oben. Nach da oder nach da. Ein was war es. Ich glaube, hier war das. Bin ich nicht reingekommen. Ansonsten habe ich bei genauerer Betrachtung nichts, wo ich nicht drinne war. Und kann eigentlich nur sagen, was soll denn jetzt noch kommen? Welches Gebiet soll ich denn noch erkunden? Wo soll ich denn jetzt noch hin, wenn wir jetzt die 5 Artefakte zu Xardas geben? Es kann sein, dass er mich vielleicht nochmal dahin schickt und ich ein paar Quests machen soll. Aber das wird auch einfach wahrscheinlich da nur hingehen. Da wird maximal nochmal so eine Höhle sein, wie jetzt das von Und hier oben das, vielleicht nochmal so eine große Höhle wie beim Hammerclan, maybe, das wäre dann aber schon riesig, aber an sich, was soll kommen? Das könnte der Weiße Riese sein, der heißt übrigens nicht Weißer Riese, der heißt Weißer Hetzer, ich glaube aber nicht, dass der ist, das ist glaube ich einfach nur ein Troll, weil der ist nämlich auch nicht weiß. Ja. Mich auch gewundert. Aber hier oben hatte ich ja eigentlich gedacht, dass hier vielleicht der Weiße Hetzer ist. Nee, aber was soll noch kommen? Wo soll ich hingehen? Es gibt 2 Möglichkeiten, die sie haben. 3. Entweder die Main Story findet ein sehr zügiges Ende. Die Sache hat sich erledigt. Ich mache eine Entscheidung zwischen Adanos und Innos. Und dann erledigt. Ende. Es gibt noch die Möglichkeit, dass es noch eine komplexere Entscheidungsvariante gibt, dass vielleicht das Kloster noch eine Rolle spielt, dass das gleich noch ein bisschen Story verstrickt wird, okay. Dass der mich noch mal ein paar Mal über die ganze Welt schickt, sagt, geh dahin und bla. Lässt mich noch mal die ganze Welt erkunden. Und lässt mich noch irgendwelche Aufgaben machen, die relevant sind. Okay. Wäre jetzt auch nichts, was mich großartig wundern würde. Oder es gibt noch die Möglichkeit, wie bei Gothic 2... dass ich noch vielleicht auf eine andere Insel fahre. Mit dem Boot. Aber selbst da
wird dann auch nichts Riesiges mehr kommen, gehe ich von aus. Ich meine, das Ende von Gothic 2, die Insel, die war jetzt auch zeittechnisch betrachtet echt jetzt nicht so eine Katastrophe. Wie geht's zum Feuerclan? Da will ich nicht hin. Es war echt keine absolute Katastrophe. Oh, wir haben ein neues Ork-Camp gefunden. Das würde ich sagen, machen wir mal noch. War keine absolute Katastrophe. Von der Größe her würde ich sogar fast noch in die Kategorie klein einstufen. Und den Wolf hier noch töten? Geht das? Sehr gut. So, jetzt gehen wir hier erstmal raus, dass ich wieder was sehe. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns um den Caster kümmern, der hier irgendwo ist. Da ich ihn aber nicht sehe, nehme ich mal kurz ein wenig Abstand. Das sieht nach einem großen Camp aus, ganz ehrlich. Nach einem sehr großen Camp. Also, wir speichern mal. Hab da noch so meine Zweifel. Autsch. So, ich suche. Den Caster, Dichter suche ich. So. Wenn kein Caster mehr dabei ist, setze ich mich jetzt einfach durch. Da hinten ist noch ein Range. Der muss Bühne kriegen. Und jetzt noch du hier. Ja, das passt schon. Eigentlich habe ich noch einen Anführer irgendwo gesehen, aber anscheinend ist der auch schon weg. Und ja, Orks, ganz ehrlich. Einfach machen, ne? Nicht lang drüber nachdenken. Orks zählen nicht mehr als eine besondere Herausforderung für mich. Das sind was viele. Das heißt auch nicht, dass ich nicht doch nochmal sterben könnte. Wenn die es alle auf einmal schaffen, mich anzuhitten. So, Heilung. Lassen sie sogar zu, perfekt. Und dann hier einmal rum. Alter, ist das ein fettes Ork-Camp. So, du musst zuerst. So. Jetzt stellen wir uns hier hin. Und jetzt sollten wir das hier hoffentlich hinkriegen. Da ist der Anführer hinter uns. Er wurde gerade noch mal kurz zum Range, ist aber auch nicht das Thema. Da ist er jetzt mittendrin, ihr seht ihn. Wunderschön. Das ist so schön bescheuert. Wie Orks einfach kein Thema mehr sind. Orklager ausgelöscht, Nordmar. Er ruft für Nordmar. Ja gut, okay. Von mir aus auch ohne Anführer. Und da habe ich euch mal ganz kurz mit der Musik alleine gelassen. Damit ihr sie mal genießen könnt. Nein, das ist ja keine besondere Musik. Ja. Ne. Ich weiß nicht. Es war nicht schwer. Es war auch nicht leicht. Es war okay. Ich möchte mich nicht zu hart beschweren darüber, dass wir dieses Orklager geschafft haben. Weil eigentlich bin ich ja froh, dass wir stark genug sind und wir jetzt hier nicht wieder davor standen. Aber es war halt auch schon so, ich bin hier angekommen und dachte mir, okay, wir kriegen das eh hin. Ich hätte gerne den Anführer noch getötet.
Das hat nicht geklappt. Aber was soll's. So. Ich gebe mein Bestes, dass ich alles loote, möglichst zügig. Kann euch das aber nicht versprechen, dass es zügig geht. Hier hinten ist noch der Schamane. Da. Eigentlich müsste ja auch noch ein Dingens hier sein. Ein Stab, aber ich habe keinen gefunden. Witzig war, dass wir hier in das absolute Chaos reingekommen sind. Die haben gerade gegen ein paar Wölfe gekämpft und wir gehen da einfach rein und sagen, okay, wir mischen mit und auf geht's und klatsch alles weg. Und es klappt auch noch. Das fand ich eigentlich am witzigsten. Und die, eigentlich waren die mit den Wölfen schon gut genug beschäftigt. Ich meine, die hätten die Wölfe sehr wahrscheinlich geschafft, aber die waren trotzdem gut genug beschäftigt damit. Ich werde dich töten. Ah, ja, aber euer Camp hinten ist schon leer, ne? Ich glaube, das hat euch einer gesagt. Ich glaube nicht. Ich meine, jetzt echt, der kleine Ork, ne, der einfach nur ein Speer war, der gab gerade 50 Erfahrung. Wenn er nur 50 Erfahrung gibt, dann wisst ihr doch eigentlich schon, dass es nichts Besonderes sein kann. Also sonst müsst ihr ja mehr Erfahrung geben. So, das haben wir. Jetzt machen wir erstmal fix. Die Hütten hier. Gucken, ob es hier noch was Besonderes gibt. Zum Looten. Ich vermute nicht. Warum ist denn hier ein Kochtopf? Ich kann zurzeit nichts herstellen. Ja. So, hier ist irgendwas Cooles drin. Vielleicht noch ein sechstes Artanus-Artefakt. Ein Erz zwei Hände. Macht aber auch nur 105 Klingenschaden. Ist halt auch wieder so, ja. Brauche ich nicht. Danke. So, hier wollen wir jetzt nicht hin. In die Richtung, genau. Wir wollen erstmal den anderen Weg noch weitergehen. Da lang. Da geht es auch noch hoch. Das wurde mir ja auch jetzt schon quasi mit einem Wink mit den Soundsfall signalisiert. Ich vermute übrigens, wenn wir im Kloster oder beim Feuerclan sind, die werden uns dann sagen, wir sollen irgendwelche Gräber suchen und wir sollen da hingehen. Vielleicht kriegen wir sogar eine Karte, das weiß ich nicht. Aber, also, wenn wir eine Karte kriegen und wir die direkte Aufgabe haben, dass wir alle Gräber einmal abarbeiten sollen, dann mache ich's. Wenn wir keine Karte kriegen, und es einfach nur heißt Suche, dann machen wir es nicht. Das ist, denke ich, das ist ein fairer Deal. Wenn das Spiel mir den Content mundgerecht vorkaut, dann latsche ich einfach durch. Wenn es den Content, wie es bisher immer es mir gemacht hat, zu einer Art Welterkundung ummünzt, dann lassen wir es. Ich habe genug Welt erkundet. Hier geht's jetzt noch hoch, da geht's noch hoch, da geht's nach hinten. Viel zu viel. Wo ich ja ein was gerne noch gefunden hätte. Aber da weiß ich ja, glaube ich, sogar, wo ich hin muss. Da müsste ich nach hier oben auf diesen Felsen. Da geht's hoch. Wie gesagt, ihr habt den Aufgang ja gesehen. Da werd ich vermutlich den weißen Hetzer finden. Da. Wobei mich der weiße Hetzer da auch nur peripher interessiert. Wir haben Level Up, Mensch. Wen wundert es nach einem weiteren ganzen Orklager, welches wir alleine getötet haben, dass ich nochmal Level Up bekomme? So, das hier looten und das hier looten. Wir haben sogar schon zwei Level Ups gemacht in der Zeit. Ach ja, ja. Gut. Wenn wir das nächste Mal in irgendeinem Lager sind, wo ich schmieden lernen kann, dann werde ich noch die letzten drei Dinger hier lernen, ne? Das werde ich nicht lernen können, aber die beiden Dinger hier. Und was machen wir da? Was habe ich gesagt? Weiß es gar nicht mehr.
War es das hier? Jäger? Ich glaube, es war Jäger. Weil ich da auch nicht mehr viel brauche. 200 Jagdgeschick. Ja. Es wäre Jäger und hier oben das hier wollte ich noch mitnehmen. Das würde sich aber mit den Jagdtalenten an einigen Ecken überschneiden. Hm. Genau, also die Jagdtalente auf 200 wäre das nächste. Na gut, nächste Folge erkunden wir hier weiter. Ich mache eine Aufnahmepause. Ich bin glücklich, dass ich die Artefakte letzte Folge gefunden habe und hoffe, dass... Ach, das Erkunden, das kann gar nicht mehr so schlimm werden, wie es bis jetzt war. Es kann gar nicht mehr so schlimm werden. Es kann nur noch passieren, dass die Story scheiße wird und da habe ich ziemlich drauf gefasst. Von daher, seid mit mir gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschö mit euch.